Leute, welches Arschloch ist jetzt denn am... Egal. Hallo und herzlich... Verkackte Ansage. Hallo und herzlich willkommen zu Betrayer. Dem einen oder anderen wird das schon was sagen, denn ich habe ja im vorletzten Zockpot von diesem Spiel gesprochen. Und seit dem 14. August gibt es dieses Spiel nun auf Steam Early Access. Und da es ein kleines Horror-Abenteuer-Mischmasch-Spiel ist, habe ich mir gedacht, ich schneide hier einfach mal fröhlich wieder die Webcam rein. Wer sie nicht haben will, gut, der hat eben Pech gehabt. Der kann ja irgendwie ein Browserfenster über meine Fratze legen oder so. Was ist Betrayer für ein Spiel? Betrayer ist ein Spiel von den Machern von Fear und No One Lives Forever. Die haben sich jetzt hier seit 11 Monaten, glaube ich, an dieses Spiel gesetzt und was recht Interessantes geschaffen. Wie ihr seht, es ist komplett in Schwarz-Weiß mit ein paar roten Akzenten, wie zum Beispiel dieser kleinen Truhe, die ich öffnen kann, die ein bisschen wackelt. Wie gesagt, befindet sich noch im Steam Early Access, sprich, dieses Spiel ist in der Entwicklung. Kann man allerdings jetzt schon kaufen und spielen, soweit wie sie eben gekommen sind bisher mit der Entwicklung. Und ja, ich würde einfach mal sagen, wir schauen uns einfach mal ein bisschen dieses Spiel an. Je nachdem, ob es mir und ob es euch gefällt, würde ich sagen, wir machen da mehrere Folgen draus, gucken einfach mal, wie viel die Jungs schon geschafft haben. Und wir lassen uns einfach mal überraschen, was da so auf uns zukommt. Ich werde erstmal die Kisten kaputt ballern, denn, wie ihr seht, da ist sogar was drin. Die Fässer kann ich anscheinend nicht zerstören. Ja, also vor allem der Look ist natürlich sehr interessant hier. Und die Story dahinter, die hatte ich auch im Zockpot schon mal kurz angeschnitten. Es geht eben darum, dass wir als Engländer sollen herausfinden, was mit einem Stützpunkt der Engländer im Virginia des 17. Jahrhunderts passiert ist. Und ich weiß nicht, ob das unser Schiff ist, was da gekentert ist, beziehungsweise halb gesunken. Na, gekentert ist es zumindest. Und was vor allem mit den anderen Leuten passiert ist, die zu uns gehören, zu unserer Crew. Und ja, wir müssen mal herausfinden, was es denn hier so zu entdecken gibt. Okay, natürlich hier am Anfang ein kleines Tutorial, wie man dieses Spiel bedient. Sprinten ist klar. E zuschlagen ist auch klar. Gut, ich würde sagen, wir gehen erstmal hier lang, weil hier könnte irgendwas Interessantes sein. Zum Beispiel eine Truhe. Das war der falsche Knopf. 32 Coins. Was eigentlich, wenn ich hier einfach in die Pampa reinlaufe? Es soll ja... Oh, da sind so kleine Rotakzente. Keine Ahnung, was die hier sollen. Eigentlich... Oh, hier ist ein kleiner Fehler schon mal. Aber ist ja nicht so schlimm. Ist ja, wie gesagt, noch in der Entwicklung. Und dieses Spiel soll eigentlich so mehr oder weniger Open World sein, ist eine Mischung aus Abenteuer und Horror, habe ich aber glaube ich auch schon gesagt. Und ja, wir müssen mal herausfinden, was hier jetzt so passiert ist. Aber das habe ich auch schon gesagt. Aber ich finde schon vom Grafikstyle ist es schon echt geil. Und ich frage mich ja... Was war das? Das war doch ein Pfeil. Oh. Da oben. Rotkäppchen. Kann ich da hinterherlaufen? Wo sitzt die Krähe? Ich sehe keine Krähe. Ja, also der Style ist absolut geil. Irgendwie finde ich das echt, das hat was. Und ich frage mich, ob man... sieht ein bisschen aus wie Slenderman hier. Und ich frage mich, ob man dafür das Spiel trotzdem komplett in Farbe programmiert und dann einfach einen Filter drüber legt. Ich weiß es nicht. Können wir ja mal die Entwickler fragen. So, hier soll ich lesen, dann lese ich doch mal. I hope that I may trust you, but I cannot make any chances. Know that the Spanish fleet did not intercept your ship by mere chance. You will find more enemies than friends here and more questions than answers. Okay, wir werden mehr Feinde als Freunde finden und mehr Fragen als Antworten. Das hilft uns eher wenig. Möchte ich behaupten. Notes updated. End Notes. Okay, okay, okay. Ah, okay. Das ist auch sehr interessant. Wo ist diese
Kackkrähe, die muss da irgendwo zu sehen sein. Krähe? Willst du mir irgendwas sagen? Hm. Wer weiß, ich werde einfach mal hier weiter des Weges schreiten und ich frage mich ja, wer dieses Red Girl ist. Aber wenigstens kann, will sie mir vertrauen, wie es aussieht. Teilweise muss ich sagen, denke ich, da bewegt sich was irgendwo und dann ist da irgendwie doch nichts. Krähe? Bekloppt. So, da vorne ist wieder so ein Zeichen. Bestimmt kommt jetzt gleich wieder ein Pfeil angeflogen. Ja. Wo ist Madame? Ah, da hinten. Die steht da einfach rum und guckt. Gut, dann lesen wir hier nochmal. Ich brauche eine Waffe. Okay, ich soll mich vor den Spaniern hüten. Okay. Okay, ich soll meinen Bogen nutzen und ab und zu mal mit dem Nahkampfangriff zuschlagen. Was war das? Hört ihr das auch? Wie, kann ich mich nicht irgendwie hin? C, okay. Oh, oh. Ich höre was. Ich habe keine Ahnung, was es ist. Sind es die Spanier? Da ist was Rotes. Oh, das sieht nicht gut aus. Ich behaupte einfach mal, das ist ein Gegner. Der Mann ist tot. So, jetzt habe ich ausgeholt. Jetzt frage ich mich, kann ich? Fuck. Ah ne, man sammelt automatisch ein. Das ist ja auch sehr praktisch. Kann ich mit dem Home hier noch irgendwas machen? Nö. Sieht nicht so aus. Gut, dann gehen wir einfach mal weiter. Das war ja noch recht einfach, aber es ist ja auch der Anfang des Spiels. So, eine weitere Truhe. Die sammeln wir natürlich ein. Sagt sie. Hm. Gut, ich höre nichts, also sage ich einfach mal, hier ist nichts. Oh, ein Ladebildschirm. Wir waren gerade am Strand und jetzt sind wir am Rand des Waldes. Ich mag ja den Look. Habe ich aber auch schon gesagt. Oh, ich habe wieder jemanden stöhnen gehört. Ein Perverse unterwegs hier. Hallo? Wow, 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 wow. Das war nur der Wind. Habe ich nicht gerade noch irgendwo jemanden? Hä? Ach so. Tomahawk G. Okay. Das wird dann hoffentlich mehr Schaden machen als die Pfeile. Und geh. Au. Oh. Ah, Alter, was? Ja. Da sag ich aber auch. Alter Schwede, ey. Passiert jetzt noch was oder ist das jetzt hier? Okay, da habe ich jetzt Leertaste gedrückt. Da stand irgendwas. Ich weiß leider nicht was. Aber ich sag mal so, die Jungs, die hauen ja ordentlich zu, ey. Das ist ja krass. Da war ich jetzt leicht überrascht, muss ich gestehen. Okay, also die soll ich nicht an mich rankommen lassen. Aber wofür habe ich denn eine Nahkampfwaffe?
Noch. So, der ist tot, der Mann. 15 von 20. Sammle ich die wieder ein? Ah, die sammle ich wieder ein. 17 von 20, okay. Seid ruhig, ihr Grillen, ihr verratet uns doch. Oh, da oben steht noch jemand. Sieht zumindest so aus. Ja. Und er hat uns gesehen. Er kommt. Komm ran. So. Zwei. Okay, der ist tot. Was mache ich mit dem letzten Pfeil, den ich immer noch spanne? Verdammte Axt, ey. Ich glaube, den sammle ich nicht mehr ein. Nee. Die, die ich in die Walachei baller, die Dinger, die kann ich leider nicht mehr einsammeln. Das ist schlecht. So werden wir irgendwann keine mehr haben, weil ich ja jedes Mal wieder ansetze zum Schuss. Ich habe keine Ahnung, wie ich das abbrechen kann. Hm. Ab und zu sind die roten Nuancen, aber damit kann ich trotzdem nichts machen. Hören wir jemanden? Nee, ich höre niemanden. Hier ist ein Vor. Ist das schon das Vor, das wir untersuchen sollen? Ist das der Stützpunkt? Inklusive Kirche? Wollen wir direkt reingehen oder gehen wir erstmal? Ich gehe erstmal außen rum. Ich guck mal, was es hier so gibt. Vielleicht gibt es hier irgendwas Interessantes. Zum Beispiel einen Friedhof. Haha. Aber ansonsten scheint es hier nicht viel zu geben. Das ist das Hintertürchen. Oh, was habe ich da oben gesehen? Okay, es ist nur die amerikanische, die englische Flagge. Oh. Hat er uns gesehen? Nee. Er wird uns gleich spüren. Ups, das war voll daneben. Der frisst ordentlich. Und er schießt auch. Er ist tot. Uns geht's noch gut. Mann, oh Mann, ey. Okay, 20. Okay, der Mann, der hatte Pfeile dabei, das ist gut. Dann sind wir jetzt wieder voll aufgestockt. Und ich würde sagen, dann gehen wir jetzt doch einfach mal direkt ins Vor. Und Here lies John Millet, age 54, died of sickness. Okay, dieses Grab wurde vor kurzem geschändet. Sagt man das? Grab schänden? Ja, ne? Oh! Da unten hängen zwei Leute rum. Gut, sollen sie? Ich gehe erstmal jetzt hier ins Vor. Ja, ganz dezenter Sound. Okay, hier sind überall rote Dinge. Ich gehe einfach mal zu den roten Dingen. Dear Sir, Madam, I've come into possession of a number of fine items that I will gladly... Sollen das, du Arschloch, ey? Aber dann scheint der Typ da unten uns doch hier oben gesehen zu haben, wusste dann aber hier nicht mehr, was er weiter machen soll. Das ist ja nicht schlecht gemacht, weil er uns eben hier oben nicht mehr gesehen hat. Er ist also nicht blind uns hinterhergerannt, weil er ja nicht wissen kann, dass wir drin waren. Das ist ja nicht schlecht. So, nochmal das Ganze hier. So, wir können uns hier ein bisschen was kaufen. Allerdings haben wir entweder nicht genug Münzen, oder wir können
das Ganze nicht tragen. Müssen wir nochmal ein bisschen looten gehen. Dazu ist doch... Examine. Was ist hier? Indian Arrows. Okay, die Indianer haben hier angegriffen. Aber ich behaupte einfach mal, dass... Indianer hätten doch irgendwie sicherlich mit... Weiß ich nicht. Haben Indianer mit Feuer gearbeitet? Ich bin mir da nicht so sicher. Oh. Das sieht aber nicht nett aus. Though the figure appears human, it is only ash and amber. Sieht aus wie ein Mensch, aber es ist nur aus, besteht nur aus Asche. Aber verbrannt worden kann dieser Mensch nicht sein, denn ansonsten hätte ja auch alles andere gebrannt. Und die Hut sieht eigentlich ganz gut aus hier, muss ich sagen. Okay, wenn ich daraus trinke, dann wird sich meine Gesundheit wiederherstellen. Brauche ich nicht, weil ich habe ja 100. Kann ich hier rein? Nee. Uah. Eine weitere Aschefigur. Okay, was ist hier passiert? Das würde ich ja echt gern mal wissen. Was ist das hier? The Savage King, whom they call... Okay, eine kleine Story über den König und seine Tochter. Da war der Sound ein bisschen laut auf meinem Ohr. Das hat mich dezent irritiert. Okay. Wir haben schon mal ein bisschen Munition für eine Muskete. Dummerweise haben wir keine... Muskete. Gibt es hier auch noch lebendige Menschen? Oder sind hier tatsächlich... eine Glocke? Okay, wir könnten sie eventuell dort wieder anbringen, wo sie herkommt. Die Frage ist, wo kommt die Glocke her? Sicherlich aus der Kirche. Würde ich jetzt einfach mal so sagen. So, ein bisschen mehr Knete. Ist immer gut. Hier oben ist nichts. Doch, examine. Was kann ich? Achso. Wieder die Indianer. Sie haben anscheinend von überall angegriffen. Ist ja eher schlecht. Und noch eine Note. Notiz. Okay, die Spanier wollen wohl alle Niederlassungen, alle Forts der Engländer zerstören. Ist ja verständlich. Das neue Land will von allen erobert werden, ist ja klar. Nur die Indianer, die haben das Nachsehen. Aber die Geschichte kennen wir ja alle. Oh, da ist ja mal nichts drin gewesen. Was haben wir hier noch? Okay. Also die Menschen hier konnten keine Verstärkung an ein anderes vorsenden, da nämlich die Eingeborenen... Oh, hier kommt doch bestimmt die Glocke hin. Da nämlich die Eingeborenen immer aggressiver gegenüber diesem Fort wurden. Gut, ich würde sagen, dann hängen wir doch einfach mal die Glocke hier hin. Und wir läuten sie auch direkt mal. Ja, das war doch schön. Oh. Ist es jetzt so ein Aschemann oder ist es... was will ich von ihm? Ich tu dir nichts, mein Freund. Ich tu dir nichts. Was willst du von mir? Ich möchte dir nur ein paar Fragen stellen, mein Lieber. Dann frag und belästige mich nicht länger. Was ist mit dir passiert? Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß nur noch, dass jemand
geschrien hat, dass ich zahlen sollte. Für was denn, mein guter Freund? Erzähl doch mal! Meine Sünden. Okay. Wo ist denn hier jeder? Wo sind denn alle? Nicht jeder. Die sind in der Dunkelheit verloren. Wieso höre ich weiterhin das Echo der Glocke? Ja. Oh. Du stehst noch immer da? Wieso stehst du noch immer da? X. Okay, Sound. Wo kommt der her? Und warum ist er da? Hier waren wir doch schon, oder? Ja, an der Truhe waren wir schon. So, was sollen wir denn jetzt machen? Da bin ich jetzt gespannt, was jetzt hier auf uns noch zukommt. Was ist hier nur passiert? Konnten ja das Kreuz hier, konnten wir ja examinieren. Oh, da hinten leuchtet was. Und ich höre was. Irgendwo in die Richtung ist doch wieder so ein Perverser. Was hat hier hinten geleuchtet? Und wieso leuchtet es jetzt nicht mehr? What? Oh, damn. Komm schon. Oh, fuck. Ich glaub, oh! Oh, nein! Da ist noch jemand. Oh, fuck. Geh. Oh, kein Geh. Ja. Alter Schwede. Wieso hauen die einen denn so schnell um? Meine Fresse. Rüstung wäre, glaube ich, nicht schlecht. Dummerweise konnte man sich da keine Rüstung kaufen. Und es wäre schön, wenn dieser weiße Screen ein bisschen kürzer sein wird. So, da sind wir wieder. Gut, das war ja mal nicht so erfolgreich. Meine Fresse, ey, dass die... Was leuchtet da hinten so? Das weiß ich noch immer nicht. So, da hinten steht jemand. Da erledigen wir ihn einfach mal von hier aus. Getroffen. Nicht getroffen. Getroffen. Auch getroffen. In die Eier. So, okay. Aber ich sobald die auf in Nahkampfreichweite kommen, ist man ja tot quasi. Ah! Stirb. Oh, die prallen irgendwie alle ab. Der nicht. Ach, und wieder ein verschwendet, ey. Das Gleiche. Aber ich frage mich ja, ob das so sein muss, dass man direkt stirbt, wenn sie einem zu nahe kommen. Finde ich ja ziemlich krass. Oder ich bin einfach mal wieder zu schlecht. Schauen. Ah, das Zielen ist ein bisschen schwierig. Weil so ruckelig. Okay, ich sollte warten, bis er gerade auf mich zuläuft, sonst habe ich gleich keine Pfeile mehr. Oh, da kommt noch jemand.
Oh, damn. Das kann ich nur einen Nahkampfangriff machen? Oh. Ah. Okay. Puh. Der Mann ist tot. Okay, sechs Pfeile. Sechs Pfeile ist viel zu wenig. Aber das Leuchtende ist nicht mehr da. Und da kommt schon wieder der nächste Homie. Ich fürchte, da hat er mir einfach mal ganz dezent einen Kopfschuss verpasst. Beziehungsweise musste er wahrscheinlich gar nicht, weil ich einfach schon so weit unten war, was meine Gesundheit angeht. So, was ich aber eigentlich auch mal machen wollte, und zwar dieses eine Kreuz, das konnte ich ja gerade eben examinieren. Also können wir doch eventuell auch mal hier... Ja. Edmund Pierce ist mit 20 gestorben. John Scrivener mit 25 wurde vom Spanier getötet. Oh, er ist schon mit 14 gestorben. Der Junge. Und Mary ist mit 24 gestorben. Das ist, Edward Barnes. Mit 6. Ist eher schlecht. 6 Jahre und schon gestorben. Oh. Was? Wo? Was? Hof? Wo ist er? Fuck. Da ist er. Ist schon tot. Gibt's hier irgendwo noch jemanden? Jetzt habe ich gerade schon den Bogen gespannt. Da unten ist er. Der nächste. Oh, da ist noch einer. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Okay, die Bogenschützen scheinen nicht so viel Rüstung zu haben. Oh, ich habe eine Muskete. Was ist denn hier los, Freunde? Da können wir jetzt hier mal richtig rumballern. Was ist hier? Kann ich hiermit irgendwas machen? F, E. Nö. Komisch. Wieso wird mir das so markiert angezeigt, wenn ich damit nichts tun kann? Man weiß es nicht. Woher denn auch? So. Clues, Inventory, Notes. Ring the bell. Da, 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 da. Okay, Colonists. Ja. Notes. Ich höre schon wieder jemanden. Wo ist er? Irgendwo hier. Können wir direkt mal hier unsere Büchse testen. Da ist er. Ja. Oh, nee, doch nicht. Ah, Reload. Alter Schwede, ey, ich hab doch zuerst zugeschlagen. Dass die einen so weg, das ist ja mal unfucking fassbar. Das gibt's doch einfach nicht. Dass die einen einfach so weghauen. Als ob nichts gewesen wäre. Gut, man muss aber auf jeden Fall händisch nachladen, das macht er nicht von alleine. Ist er noch hier irgendwo? Nee. Da unten ist noch jemand. Aber gut, die können wir eigentlich erstmal links liegen lassen.
Wieso juckt meine Nase die ganze Zeit so, Leute? Was ist denn da los, ey? Weil das ist nicht unsere Mission hier, alle Menschen, alle Toten oder was auch immer umzubringen, sondern unsere Mission ist, ja, was ist eigentlich unsere Mission? Das würde ich ganz gerne einfach mal wissen. Haben wir irgendwas im Inventar? Longbow. Charms, Charms, all equipped. Shortbow, Longbow, Cracked, Musket, Rusty. Aha. Equipped Charm. So. Ah, das ist ja interessant. Gut, aber bringt uns jetzt nicht weiter. Clues. Ring the bell. Somewhere on the supernatural. Okay, es ist unnatürlich, ja. Es ist mir auch aufgefallen, als ich die Glocke geläutet habe. Müssen wir mal gucken, ob wir hier hinten eventuell nochmal die Glocke läuten können. Vielleicht passiert dann ja was. Vielleicht sagt uns der Mann aber auch nochmal, was wir tun sollen. Kann ich nochmal läuten? Yep. Und es passiert das Gleiche. Genau, ich möchte etwas über das Mädchen im roten Umhang wissen, aber er kann sich nicht so wirklich an sie erinnern. Ich möchte herausfinden, wer sie denn ist. Okay. Und nun? Ist jetzt die Welt hier irgendwie anders? Passiert hier jetzt irgendwie was anderes? Irgendwie nicht so richtig, ne? Ist eine Truhe. Bringt uns aber alles nicht weiter irgendwie. Aber trotzdem sehr interessant, dass man hier quasi zwei Welten bereisen kann, also zumindest vom Look her. Ich würde trotzdem gerne wissen, wo wir denn hier jetzt am besten weiterkommen. Ich würde einfach mal sagen... Okay, es ist wie Lichtschalter an und aus. Hä? Das war schön. Ich würde einfach mal sagen, dass wir an dieser Stelle einfach mal erstmal eine Pause machen. Ihr sagt mir am besten mit einem Daumen hoch, ob ihr weiter von diesem Spiel sehen wollt oder eben nicht. Und wenn ja, dann nehme ich noch ein bisschen was auf und wenn nein, dann eventuell doch und eventuell nicht. Mal wie, mir macht es grundsätzlich auf jeden Fall viel Spaß. Die Frage ist aber eben, macht es euch Spaß? Und vielleicht finden wir dann beim nächsten Mal ja heraus, wo es denn hier am besten weitergeht. Gut, der Mann, der greift uns an. Die Männer, meine ich. Jetzt sagen. Nachladen. Hohoho, das dauert ja. Und laufen, 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 nachladen. Alter Schwede, die halten ja was. Oh nein! Scheiße. Das war ja klar, dass jetzt sowas nochmal kommt, hier so eine Action. Dabei wollte ich doch... So, der ist tot. Jetzt haben wir noch einen Bogen. Alter! 75 Health noch. Daneben. So, der ist tot. Wo ist der Nächste? Da ist der Nächste. Huh, noch einer.
Hui, 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 hui. Was? Da ist noch jemand?